Hallo Freunde, willkommen zur letzten Folge von Big Reacts Powered by Omen diesen Jahres. Zu meiner Rechten Obnox und ich heiße Aslan. Wir spielen hier im FEL-Turnier im Halbfinale gegen Heat. Ziemlich starke Gegner, ungarisches Powerhouse würde ich sagen. Ah, ich erinnere mich noch. Szene. Das war das erste Mal, dass wir Killjoy... Also wir hatten einen Lineup-Change. Nico ist von Rainer auf Killjoy auf der Map geswitcht. Und wie man schon sehen kann, Nico direkt die ersten zwei Frags wichtig. Aber seht noch, was passiert. Er macht 3-4. Er macht einfach ein Ace. Oh, bisschen Niveda-Style. Bisschen Niveda-Style, ja. Erste Runde direkt Ace mit Sentinel. Geil. War schon ein geiles Gefühl, ja. Stark. Tristan hat direkt die AWP gekauft. Ist auch gut. Und das ist krass. Das ist Skill. Einfach Skill. Aber das ist Skill. Kommt vom Gob. Ja, das war. Aber das Tristan so ist jetzt da mit der AWP geil verschoben. Geil rotiert. Und die werden wahrscheinlich in seine AWP reinlaufen. Die müssen. Ja. Die haben keine Drohne mehr. Ja. So war's gestorben. Stark. Tristan, drei Frags schon. Ja, Mann. Kasper macht noch einen nebenbei. Ja. Das ist so ein bisschen auf Niveau. Ja. Ah, schade. Aber der Nosecope ist drin. Ist okay. Wir haben die Operator gesaved. Das war eine Bonusrunde. Wir haben AWP. Was will man mehr? Wir haben zwar AWP gekauft, aber hat sich gelohnt. Das hat sehr gelohnt. Ach, die hatten Eco, ne? Aber so, die haben ein bisschen gekauft. Ah, ja, die hatten irgendwie drei Marshals oder so. Mhm. Nein. Die haben uns wirklich mit Marshals gelohnt. Ja. Aber jetzt, ich bin da noch. Ich hol den ersten. Twisten holt, glaube ich, jetzt den zweiten. Da haben wir gerufen. Sehr gut gespielt von Tristan. Dash. Ich finde, er hat das sehr gut gespielt. Ja. Er ist rechts gedasht, ist aber nach links gegangen. Er hat zwar also seine Dingens gemisst, seine Daggers, aber war gar nicht mal so schlimm. Die haben da einfach gar keine Chance, ne? Die kommen nochmal zum B. Ja. Werden die Viper reviven? Die haben die Bombe noch nicht gelegt, weil sie konnten nicht, weil ich das geblockt habe, glaube ich. Und jetzt? Ja. Viper Revive into Ult. Sehr schöne Ulti von Gob, sehr krass. Macht noch zwei schöne Kills. Aber keine Gob Chance. Ace macht stark von Gob. Keine Chance. Er ist wieder richtig on point. Mhm. Testen wieder. Schöner erster Kill. Ja, schön direkt gedasht, ohne gierig zu sein. Jetzt pushen die. Ach, das war das Lockdown. Oh, schöner Schuss. Ja. Ich mache jetzt safe, mache einen Kill. Molly rechts. Boah, das ist schöne Ability Usage. Wirklich sehr nice. Könnt ihr mal was sehen, Leute? Gucken wir erstmal aufs Scoreboard. Es steht 12-0. Haben wir selbst nicht erwartet, mit aber neuem Lineup. Wir haben aber alle sehr gut gespielt mit neuem Lineup. Erstes Official mit diesem Lineup. Ja. Und ich habe zu Gob gecallt. Also, er hat einen Call gebracht. Pistolrunde. Ich habe gesagt, ey, ich werde einfach die Mitte durchpushen. Ich smoke und push die Mitte. Mal sehen, was passiert. Er hat seine Wall gefällt. Ja, aber weißt du auch, warum er die Wall gefällt hat? Weil ich gesmoked habe. Er sieht ja nicht, die Wall sieht er ja nicht genau, weißt du? Ich bin einfach durchgepusht, kill ihn und habe weiter Gas gegeben. Ich bin Mitte durchgegast. Ach, das ist die 4K-Runde, ne? Er sieht das für mich. Ich hol beide hinten, die sind richtig tilt, sag ich. Ich habe dir den Kill geklaut. Es ist nicht schlimm. Jetzt höre ich den in der Mitte auch noch. Ich bin ein bisschen gierig, das darf ich eigentlich hier nicht machen, aber egal, ich war confident. Es ist 12-0, also... Wieder Headshot. Ja. Den hätte ich auch noch bekommen, egal. Ist egal. Kill ist Kill, ist Mann. Ist egal. 13-0. Das erste Mal, dass wir 13-0 gewonnen haben in einem Official. Was passiert jetzt hier? 1-5 für die Gegner. Die haben gewollt, wollen legen, aber der hat gefällt. Ah, ich weiß jetzt, ja. Da kommt der Knife. Ich hab ihn einfach durch die Wand geneigt, weil wir ein paar Tage vorher hatten wir das zusammen gesehen gehabt und wir haben das dann ausgiebig getestet gehabt und das ist mir direkt mal eingefallen. Ich hab ihn einfach durch die Wand geneigt. Die NA-Moves. Ja. Oh, das war auch eine schöne Szene von Kasper. Wichtig. Bleibt sehr cool, das gefällt mir. Ja. Boah, war geil. Sind auch richtig schön abgegangen, die Kommentatoren. Geile Szene. Und dann spielt er clean, geht zurück. Ja. Nicht jeder würde da zurückgehen, glaube ich. Ja. 3-1, boah, der Schock, da sieht sehr gefährlich aus.
Ja, guck der mal, hat auch wehgetan, ja. Guck mal oben rechts, ja, die Race schon. Boah, zum Glück war Fatih da, ready. Ja. Sonst wäre ich tot. Und noch einer tot. Ja, Twist ist halt so ein bisschen... das gucken wir uns nochmal an, Freunde. Das gucken wir uns nochmal an. Läuft einfach nur rein, guckt. Er hört nur Blinded. Rein da. Rein da. Und das kann schnell die Runde kosten. Ja, er hat zwei Fracks gemacht. Ja. Aber du bist immer da, Mann. Geil. Noch einer Blinded. Oh, schade, ja. Molly. Ich hab ihn ein bisschen gespammt, oder? Hab ich ihn damaged? Ja, ich hab ihn damaged gemacht. Zwei gegen... Ja, easy, lane, tot. 4-1, wichtig. Wegen weil der Waffe, ne? Ja, ich hab da... Ich hätte ihn ein bisschen sehen können. Und hätte ich nicht nach oben gezielt, hätte ich ihn gesehen. Egal, er killt ihn, ich kill ihn. Passiert manchmal, ist halt so. Ist halt Valor. Jetzt ist die Race. Die Race ist schon onside. Achso, das war glaube ich die Key-Runde auch. Mhm. Wir haben Pistol verloren, Eco verloren. Ich hätte hier warten sollen, ne, Lobby. Du hättest warten sollen, ja, weil ich habe gesagt, warten, ich push den, ich gehe all in, ich krieg never mich, blind. Ich krieg mich hier selber dafür, dass ich hier nicht gut gespielt habe. Und dass ich den hole, das ist halt auch ein bisschen gelackt. Ja. Aber das war schon auch Fat Games. Ja, war schon. Das war auch eine sehr wichtige Runde. Ja, wenn wir die nicht holen, hätte es auch anders ausgehen können, muss ich sagen. Unsere Leistung in dem Turnier war ziemlich okay. Wir wissen natürlich, dass wir viel mehr können. Wir arbeiten auch mit Hochdruck dran und versuchen, jeden Spieler, der seine Agenten spielt, in seinem Agentenbereich zu verbessern. Zum Beispiel sollte ich noch eine bessere Astra spielen. Dann sollte der andere ein besseres Sage spielen und wir sind aber mit Hochdruck am Arbeiten. Ja. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Das war die letzte Folge für dieses Jahr. Lasst ein Like da, ein Subscribe und kommentiert fleißig und wir sehen uns. Great leaders aren't born, they're made through hours and hours of hardcore gaming. I'm not gaming for me, I'm gaming for you. Transcend humanity with Omen.